So, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario and Stardust Rampage. Planet Stardust Rampage. Und auf in Welt 10, da war ja noch was. Genau, das Secret der Fug. Okay. Was auch immer dieses Secret ist. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass mich das da unten nicht umbringen wird. Hat er gerade eine Einbuchtung, ja. Das könnte das Geheimnis der Ruine sein. Sollte man vielleicht nicht so machen, wie ich das gerade probiert habe. Gibt es bestimmt eine sicherere Methode, die ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe. Ja, sorry dafür, dass mein Laptop immer noch überlastet ist, denn ich nehme das immer noch zur selben Zeit auf, während ich rendere und ja, gleichzeitig hochlade. Also es hat sich noch nichts geändert zu dem vorigen Part, oder war es schon vor zwei Parts. Weil ich nehme hier gerade mehrere Parts auf einmal auf. Und tja, ich bin schon wieder tot. So geht's mal auch nicht. Ich glaube, die vorige Methode war gar nicht so blöd. Ich habe mich vorhin nur etwas zu blöd angestellt. So. Das sieht mir nämlich ziemlich vielversprechend aus. Da wären aber auch so komische Treppen. Vielleicht funktionieren die. Ja, okay. Hätte man vielleicht sogar früher erkennen können. Wenn hier jetzt eine rote Münze ist, dann weiß ich auch, wo alle 8 roten Münzen. Ja. Ich werde auch alle 8 roten Münzen gleich danach holen. Denn hier ist die 8. Aber es wird ja auch sicher irgendwo ein Stern sein. Den werde ich mir jetzt zuerst holen. Ich muss mir dann nur merken, wo der Warp ist, zu dem, mit dem ich dann wieder zurückkomme. Okay, da oben ist mal nicht, das ist verbuggt. Also, Secret of Stardust Ruins. Und jetzt die 8 roten Münzen, die ich jetzt alle weiß. Und nicht allzu schwierig sind. Flying in the Cavern mache ich jetzt nicht. Denn ich habe keine Flugkappe. Ich mache die 8 roten Münzen. Ich müsste. Achso, okay, ich weiß jetzt, wo ich. Ja. Den Abgrund, den ich gesehen habe im letzten Part. Wo ich gedacht habe, der scheint vielleicht ein Schalter oder so. Ist anscheinend mit Flugkappe möglich. Und freeze. Okay, doch nicht. So, wie kam ich da normalerweise rüber? So.
Ja, genau. Und da hoch. Da rein. Und ist das irgendwie markiert, wie man hier wieder zurückkommt? Naja, das muss ich mir merken. Hier komme ich wieder zurück. Außer es gibt einen anderen Hidden Warp, der mich zurückbringt. Aber hier habe ich die Red Coin. Und da circa kam ich her. Ah, das ist blöd. Hätte man besser markieren sollen. Denn ich weiß jetzt nicht, wie ich wieder zurückkomme. Es war doch hier. Lass mich zurückwarpen. Okay, ich suche einen anderen Warp. Oder gibt es irgendwo einen Gang, wo sie zurückgeht? Einen eigenen Warp, der mich wieder zurückbringt. Das sieht doch verdächtig aus. Aber nee. Auch nicht. Nee. Auch nichts. Ja, ich bin jetzt gerade überfragt. Entweder es ist der Warp, dann ist es für mich sehr schlecht, denn ich finde ihn nicht mehr. Ich weiß nur, es war hier irgendwo. Irgendwo mitten im Feld drin. Ich hole mir jetzt den Stern, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie ich hier wieder zurückkommen soll. Hier ist nichts, wie ich irgendwie okay, ich könnte mir noch vorstellen, auf dieser Plattform da oben. Da ist eine Box. Wenn da ein Stern drin wäre, dann wären zwei an einem Ort. Wo, ja, komm, das hätte funktioniert. Ich war oben. Dann denkt sich Mario, stürzt mir immer mal wieder in den Abgrund, ist doch viel lässiger. Komm, hier hätte ein Warp sein können. Auf einer Spitze, okay. Nee, auf der. Nee, auf der. Nee. Komm schon. Hätte hier irgendwo einen Hidden Warp hinbauen sollen. Oder irgendwie kennzeichnen, wo es hier zurückgeht. Das wäre nett gewesen. Ja, ich werde jetzt mal einen Stern holen. Da ich ja sonst nichts weiter weiß. Ich werde dann nochmal hierher gehen. Und gleich probieren, ob dasselbe Warp nochmal auch zurückführt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich sonst zurückkommen sollte. Null. Nada. Niente. Und das mache ich gleich als erstes. Also ich hole die ersten zwei roten Münzen gar nicht, oder zumindest die eine in diesem Raum nicht. Da mir das sowieso nichts bringt, wenn ich nicht zurückkomme. Vielleicht funktioniert der Warp nur, wenn man die roten Münzen auswählt. Ich habe keine Ahnung. Hab
Keine Ahnung, wie das ist, wie das sein soll. Nee, hier ist kein Warp. Der Warp, der zurückführt, muss woanders sein. Oder es gibt keinen. Stimmt, der hätte genau da sein können, wo die rote Münze ist. Dann muss man die rote Münze sammeln, dann wieder zurück. Ja, wäre ja ein zu guter Einfall gewesen. Kann man darauf, auf diesen Turm hier? War sogar eine Kennzeichnung. Die hätte es sein können. Könnte noch da drüben. Nicht hier in diesem verpackten Ding. Hier rauf, danke. Darüber. Nee. Buggy. Zu buggy, danke. Ja, damit ist jetzt Welt 11 angesagt. Welt 10 funktionieren die roten Münzen nicht, da man nicht zurückwarten kann. Und der rote Münzstern ja nach draußen kommt, wie bekanntlich schon gesehen. Könnte ich dann die roten Münzen sammeln und würde dann in dieser Welt feststecken, weil ich nicht zurückkomme. Kurze Pause, mein Handy. So, dann halt in Welt 11, nach dieser kurzen Unterbrechung. In diese brutale Welt 11, die ja... The Floating Volcano. Wo war das? Ich glaube, vorhin bin ich links gegangen, jetzt gehe ich mal hier. Woho. Daneben, das habe ich schon gesehen. Die roten Münzen werden hier asozial heißt. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die roten Münzen hier ohne Safe State holen werde. Aber es wäre eine Challenge, auf jeden Fall. Bulli im Abgrund. Boah, ja, schon wieder. Ich sah ein bisschen näher aus, als es dann wirklich war. Okay, das war jetzt fehlhaft. Da wollte ich gleich weiterspringen und der ist nicht gesprungen. Danke, Mario. Könnte zum Beispiel auch schon zu Bowser gehen. Zum zweiten. Aber das werde ich dann erst machen, wenn Welt 11 und Welt 12 auch nicht mehr möglich sind. So wie Welt 4, 9 und 10. Die sind ja gerade nicht mehr möglich, da ich die Flugkappe nicht habe oder aus irgendwelchen anderen Gründen.
Ja, das bis hierhin ist eigentlich ziemlich einfach. Also, wenn man das mal raus hat. Und diese Plattformen sind irgendwie gar nicht. Boah, was war denn das für ein Fail? Wollte doch hier noch ein bisschen zurück, damit ich hier noch einen Weitsprung ausführen kann. So wollte ich das vorhin machen. Und nicht in den Abgrund, wie ich es gemacht habe. So, was ist hier? Cooper Shell mal nicht. Ich werde nicht ausprobieren, ob man sich auf dieser Wand hochtreten kann. Das will ich gar nicht wissen. Da wird es nämlich einen normalen Weg auch hochgeben. So wie ich das hier kenne. Also hier kommt mal der rote Münzstein hin. Schön zu wissen. Sterb. Da ist auch noch eine Red Coin. Oh, und der schwierigste Sprung hier. What the f? Ja, dann sag mir das doch. Boah. Ich dachte, das wäre. Mann, ey. Wie assi war das denn gerade? Dachte ich jetzt ohne Probleme einfach zum Sternspringen, ist hier einfach ein Loch. Danke. So ein richtiges Loch. Ja. Das wäre, glaube ich, auch Fluting der Vulkan gewesen. What the fuck? Nein! Bitte. Danke. Er landet. Oh, nicht so weit, nicht so weit. So. Bitte ein netter blauer Schalter. Danke. So ist das hier rauf eigentlich nicht schwierig. Mich hat nur gerade verwundert, dass da halt nichts ist. Aber soll mir auch recht sein, ist dadurch nicht schwieriger wirklich. Ja, ich war halt nur verwundert, dass hier nichts ist. Einen Stern werde ich noch zumindest probieren, mal sehen, ob ich ihn auch schaffe. Einen Stern habe ich noch vor in diesem Part. Jumping through Lava Flutes. Ja, ich glaube, hier war nichts mehr. Außer ich wahrscheinlich hier im Secret. Werde ich mal diesen Weg gehen, den kenne ich noch nicht. Mal sehen, wie schwierig dieser Weg hier wird. Ist auch eine Red Coin. Stirb, Bulli, stirb, da drüben. Da werden Münzen drin sein, ja, aber nicht viel.
Ja. Das wird der Stern sein, den ich jetzt gerade machen soll. Schätzungsweise. Ich, oh ja. Hoffe, ich überlebe das ja auch. Nein, 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 kein Rückwärtssalto, Mario. Das mag ich nicht. Das will ich nicht sehen von dir. Naja, eine Münze, eine kriege ich wieder nicht. Aber da vorne ist ein Herz. Oh, er ist so nett und gibt mir sogar die Titankebrüche da drüben, höchstwahrscheinlich, weil da ein Stern ist. Ja, natürlich. Der ist mir jetzt aber ehrlich gesagt mal etwas zu gefährlich. Na, ich will zumindest mal sehen, was hier ist. So, kurze Pause. So, es geht hier weiter, ist gerade ein Video fertig geworden. Und ich wollte ja sehen, was da drüben ist. Also, ja, warte ich mal auf die neue Metallkappe hier. Und sehe mich mal da drüben. Und egal, jetzt habe ich hier Metallkappe jetzt. Wow. Ah, da ist auch ein Stern, okay. Ja, dann hole ich mir diesen Stern und beende damit diesen Part. Jumping through Lava Flutes. Ja, das war's sogar, was ich machen sollte. Also, bis dann und auf Wiedersehen.